Fast jeden Tag öffnete Petrus die Tore und ließ uns buchstäblich im Regen stehen. Bis zum letzten Freitag blickte man zwar sorgenvoll gen Himmel, aber hoffte zugleich, dass sich die Flüsse nicht ganz so weit ausbreiten. Meine, ich kann mich entsinnen, dass wir vor Jahren im Juni auch schon so ein Hochwasser hatten. Also ist es keine Seltenheit, möchte ich sagen. Trotz des mäßigen Wetters und den immer wieder aufkommenden Regen wollten viele aber dennoch nicht zu Hause bleiben und verschafften sich einen Überblick über die Pegelstände. Gut waren natürlich all jene dran, die vorgesorgt haben und ihr Domizil mindestens einen Zentimeter über den Höchstständen setzen konnten. Doch auch wer das passende Fortbewegungsmittel für solche Pegelstände hatte und einiges in Sachen Wasser gewöhnt ist, blieb nicht frei von Sorgen. Das macht uns schon stark zu schaffen. Ich sage mal so, am Bootshaus Schönburg, da geht es, das sieht man ja, die Boote sind hochgeräumt, da waren wir drauf vorbereitet. Währenddessen im nebenan Naturkundehaus ist ja ein weiter steigender Pegel zu erwarten. Die Tiergehege hinten sind schon vollgelaufen. Wir mussten jetzt die Tiere schon weiter auf eine höhere Stelle und nach vorne bringen. Und das kann uns passieren, wenn die Pegel weiter steigen, dass wir sogar die Tiere evakuieren müssen. Also berghoch irgendwo. Auswärtige Stellen, die wir finden. Die Situation spitzte sich überall zu. Die Vorkehrungen weiter zu verstärken war das oberste Gebot, wenn man nah am Wasser gebaut hatte. Allerdings nur insofern man noch an sein Objekt trockenen Fußes herankam, was beim Tierheim in Zeitz schon nicht mehr möglich war. Unter den Brücken in der Elsterstadt war am Samstag nur noch wenig Platz. Während die einen dem sprichwörtlichen Treiben zuschauten, hatten andere alle Hände voll zu tun, dem Eindringen der Wassermassen, dort wo es ging, einen Riegel vorzuschieben. Ja, liebe Zuschauer, wie schon versprochen, ich habe jetzt den Stadtratsvorsitzenden an meiner Seite, den Jörg Freiwald. Ja, wir stehen jetzt hier auf dem Boulevard. 1994, kann ich mich entsinnen, war der auch geflutet. Das ist in diesem, also dieses Mal nicht passiert, glücklicherweise nicht passiert, aber es sind schon noch viele Probleme, denn wir sehen das Wasser hinter uns. Wie sieht jetzt hier das für die Bevölkerung, für die Menschen in den Häusern aus? Also die notwendigen Maßnahmen wurden im Stab alle durchgesprochen. Es wurden teilweise Evakuierungen vorgenommen. Die Sicherheiten sind gewährleistet. Teilweise Stromabschaltung mussten durchgeführt werden. Aber das kann immer der Einsatzstab besser und konkreter erklären. Es wurden alle Maßnahmen versucht zu ergreifen, die auch möglich waren. Es ist natürlich ein schweres, auch persönliches, belastendes Element, wenn das Wasser steht und man kann dagegen nichts machen. Es wurden viele Maßnahmen ergriffen seit dem letzten Hochwasser. Es wurden viele Maßnahmen des Hochwasserschutzes neu und angedacht und umgesetzt. Aber es reicht nicht und es müssen halt neue Gedanken gemacht werden, wie wir uns weiter vor großen Hochwassern schützen können. Ja, liebe Zuschauer, wir sind jetzt hier bei den Weißenfelser Stadtwerken und wir möchten uns hier mal erkundigen oder mal nachfragen, wie die Situation von Ihrer Seite aus sieht. Ja, wo gibt es Probleme, Herr Faust? Ja, wo gibt es Probleme? Gibt natürlich insbesondere Probleme in den Bereichen, wo die Saale also die Straßen und Keller überflutet hat. Und dort sind insbesondere die Niederspannungskabelverteiler oder Trafostationen betroffen, die wir dann natürlich ausschalten müssen. Und das tun wir deshalb, weil das zum Schutz der Anlagen und vor allen Dingen auch von Menschen dient. Wasser leitet ja bekanntlich und wenn also die Anlagen dann unter Strom stehen, das kann sehr, sehr gefährlich werden und deshalb müssen die ausgeschalten werden. Ja, wen betrifft es? Ist es auch weiter weg? Weil man sieht ja, Straßen sind trocken, dann kommt das Grundwasser wieder. Wie sieht es aus? Können Sie vielleicht so ein paar Straßenzüge oder mal die Leute auch mal ein bisschen informieren kann? Ja gut, also insbesondere natürlich der Altstadtbereich. Das ist die Dammstraße, das ist die Leopold-Kell-Straße, das sind Teile von der Beuditz-Straße. In diesen Bereichen ist es besonders schlimm. Das sieht man auch an den Straßensperrungen und die Leute sind teilweise schon über mehrere Tage abgestellt. Und das Schlimme ist, dass die Saale eben sehr, sehr langsam nur weicht. Wir haben also schon über 2 Tage einen sehr, sehr hohen Pegelstand. Zurzeit immer noch bei 6,41 Meter. Wir haben also immer noch keine Chance, diese Kabelverteiler oder Trafostationen wieder in Betrieb zu nehmen. Ja, wie schaut es jetzt hier aus? Sie haben jetzt schon mal kontrolliert?
Ja, ich bin Hauseigentümer drüben in der Leopold-Kell-Straße und mein Hausmeister hat sich jetzt schon seit Tagen um diese Geschichte gekümmert, dass der Keller nicht zu voll mit Wasser läuft und wir haben jetzt 3 schwere Wasserpumpen im Einsatz, pumpen noch auf die Straße, noch ist die Straße zugänglich, das heißt also, noch können wir das Grundwasser, es ist helles Wasser, was da rauskommt, noch können wir das Wasser auf die Straße pumpen. Aber wir wissen natürlich nicht, wie lange das noch möglich ist, weil das Wasser von unten von der Leopold-Kell-Straße weiter hochdrückt. Ja, ich habe auch eine entsprechende Sicherungseinrichtung im Keller, dass die, der Kanal zugemacht werden kann, dass also eine Rückstauklappe zugeschlossen hat. Die ist jetzt schon seit gestern Abend zu. Das heißt, auch meine Mieter haben jetzt das Problem, dass sie ihre Wohnungen nicht mehr in dem Sinne benutzen können. Wir haben nur noch einen großen Vorteil, dass die Stromversorgung noch gewährleistet ist. Schönen guten Tag. Sie machen sich hier startklar. Hat das jetzt mit Sicherheit einen Grund? Wo wollen Sie denn jetzt hin? Hier im Garten, im zweiten Garten hier. Der Seite im zweiten Garten, da war gestern Abend noch so viel frei. Ich nehme an, jetzt ist es in der Laube. Und hier bei den anderen, da kann man ja sehen, die da können schon aus dem Fenster trinken. Da läuft das Wasser schon im Fenster rein. Ja, ist schlimm, ne? Ja, was will man machen? Und dann geht es schlechter. Solange das nicht die Wohnung ist, muss man immer so sagen, dann geht es viel schlechter, wenn man das so sieht im Fernsehen, ne? Ja, jetzt sind wir hier, liebe Zuschauer, an der Stadthalle und hier sieht es auch kriminell aus. Jörg Freiwald, es sieht schon böse aus, ne, wenn man jetzt hier hinter uns schaut. Ja, das Hochwasser hat uns natürlich auch schwer getroffen. Insbesondere hier sieht man es an der Stadthalle, wo ansonsten viel davor los ist, steht das Wasser. Ist es mit Sandsäcken alles besetzt worden. Mit viel Engagement haben Vereine das Parkett herausgenommen, um weiter größeren Schaden zu verhindern. Und man kann nur sagen, es ist überall sehr viel großes Engagement unterwegs. Das Zusammenwirken der aktiven Kräfte klappt gut und wir hoffen, dass wir vor weiteren größeren Schäden bewahrt bleiben. Ja, wir hatten uns vorhin unterhalten, die wenigsten, ich auch nicht, wissen eigentlich, dass die Saale hier so unmittelbar dran ist, ne? Ja, das war halt das Thema, als die Stadthalle gebaut wurde. Es ist ja auf Pfahlbauten gesetzt und die ist natürlich die Saale in der Nähe und das sieht man nicht, weil da hinten halt noch genug Bäume sind und so weiter, aber es ist halt sehr schwierig. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauer, wir sind jetzt hier beim OB in Weißenfeld. Wir haben ihn erwischt zwischen den Terminen und wir möchten schon mal wissen, wie schaut es jetzt hier in Weißenfeld in der Saalestadt aus? Ja, wie ist der Stand jetzt derzeit? Also aktuell sieht es so aus, dass wir einen geringfügig sinkenden Saalepegel haben. Auch was jetzt über andere Medien kommuniziert worden ist, Bleilochtalsperre oder Hohenwartetalsperre wird abgelassen, eine Flutwelle ist zu erwarten. Also die Befürchtung muss niemand haben. Wir haben deutlich geringere Zuflüsse in der Ilm und in der Unstrut, die das ausgleichen. Und in der Tendenz gehen wir davon aus, dass wir noch bis Ende der Woche mit diesem hohen Wasserpegel leben müssen. Und wir haben natürlich Probleme im gesamten Druckgebiet, dass jetzt im gesamten Flussgebiet, dass jetzt das Druckwasser kommt. Das heißt also auch in dahinterliegenden Grundstücken, in den Kellern, das Wasser steigt. Das kann aber niemand verhindern und wir können die Leute nur bitten, mit diesen Dingen zu leben, sich darauf einzurichten. Und ich war jetzt selber auch in den Ortsteilen, sie tun das, sie kennen die Situation und sehen aber auch mittlerweile, dass der Fluss zurückgeht und vor allen Dingen im Bereich der Markwärmner Wiesen das Wasser zurücktritt, zentimeterweise, ganz langsam, aber auf alle Fälle keine Verschlimmerung mehr der eingetretenen Situation.